Guten Morgen. Lieber Herr Schafod, ich danke dir für deine Güte, ich danke dir für das Nähen Mariam. Nur mit Jesu kombiniert dir und bete dir, red uns, der ist dein Wort, Herr. Halb uns, dass wir im Sehen wandeln, dass wir im Glauben wandeln, dass wir in deinem Wort wandeln, Herr. Herr, dass wir das lehren mit deinen Augen, Herr. Im Namen Jesu. Amen. Ich glaube, eine von der ganz wichtigsten Sachen ist, dass wir Gottes Wort lesen, dass wir Gottes Wort glauben und dass wir uns mit Gottes Wort in eine Linie stellen. Also wenn Gott was gesagt hat, dann ist das so und dann hat er auch Kraft, dort versprechen, was da steht, einzuhalten. Sei er vorke, lot wie sein Versprechen besied. In tschetje leiwa ab de schwere Situationen und leiwe dei, und wore ans einig mit dat, wat wie verugen haben, und annulliere do mit Gottes Wort. Dat passiert so vorke. Und ich glaube, wie mate ans in der Linie stahlen mit Gottes Wort? Was bedeutet das? Wie macht er das leben? So ist Gott gesagt. Er sagt in 5. Mose Kapitel 1 vom Vers 6 am Berg Horeb hat der Herr zu uns gesprochen. Er sagte, jetzt seid ihr lange genug hier gewesen. Brecht eure Zelte ab und macht euch auf dem Weg in das Land Kanaan, zu den Amoriter im Bergland und in der Nachbarvölker im Jordan, in den Bergen im Südland, im westlichen Hügelland, an der Mittelmeerküste, am Libanongebirge bis zum Euphrat. Dieses ganze Land gebe ich euch. Ihr werdet sehen, es liegt offen vor euch. Ihr braucht nur hineinzugehen und es einzunehmen. Euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob habe ich Kanaan versprochen. Ihnen und ihre Nachkommen. Also, da jeftet die, was man verugen hat und was Gott gesagt hat. Verugen hatte sie viel Schwierigkeiten. Verugen hatte sie 7 stärkere Völker aus sei. Für ihre Uge wird das allmählich. Aber was läufst du, was du für deine Uge setzt, oder was in Gott sein Müll gekommen ist. Wenn wir nicht mal das nehmen, was Jesus sagte, was er holte den Menschen, dir geschehe nach deinem Glauben. Also wenn du immer dort lebst, was du mit deinen eigenen Augen sein kannst, dann wirst du wahrscheinlich bei dem bleiben. Aber wenn du dort lebst, was Gott in seinem Wort gesagt hat, dann wirst du dort anfangen zu erleben. Ich lebe nur es, wo wir so Volke fehlen. Wir sind Volke so klug und dort bewirten im Natürlichen. Aber Volke fehlt uns der Weisheit, um dort, was Gott gesagt hat, zu verstehen und zu bleiben. Also, die Fälscher wären da alle. 7 deutsche Fälscher aus Israel. Aber Gott sagt, es liegt offen vor euch. Ihr braucht nur hineinzugehen und das einzunehmen. Also, hei wird verabgehen, hei wird in das Land geben, dort wir up für ihre Augen. Also, wenn man von Gott seinen Blickwinkel schickt, dann wird das up. Und das macht wir lehren, auch in dieser Zeit, was wir nun leben, wörtlich mit Gottes Augen zu schicken. Herr, ich danke dir für das Wort, und das ist nochmal wahr eine Herausforderung. Herr, dort wir das lehren zu schicken. Der ist im Spiel von den Wut, im Glauben. Herr, dort wie wörtlich
Nicht mit der Welt mit dran und dort immer weiter wiederholen, was die Welt sagt, was passieren wird. Sondern dort wie dort leben und dort reden, was die Wut sagt. Und uns mit den Wut einig worden, nicht mit dort, was wir vor Augen haben. Das bitte ich in Jesus' Namen. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.